Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Blog. Wir haben in den letzten Monaten ja wirklich so viele tolle und einfache IKEA-Hacks umgesetzt, die in den einzelnen Videos teilweise immer so ein bisschen untergehen, dass wir dachten, wir packen mal die besten aus 2024 in ein Video zusammen. Schnell, einfach, gebündelt und garantiert für jeden was dabei. Los geht's mit meinen liebsten IKEA-Hacks im Schnelldurchlauf. Ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim selber machen. Wir fangen an mit diesem tollen Kinderbücherregal aus dem Mopperregal von IKEA. Unser Bücherregal quoll langsam über und da brauchten wir eine einfache, schnelle Alternative mit viel Stauraum. Also Schubladen aus dem Mopperregal raus, die E-Kit-Beinchen werden mit einem einfachen Kleben statt Bohrenkleber angeklebt, umdrehen und mit den Büchern befüllen. Das ist jetzt schön auf Kinderhöhe, leicht zugänglich und es lassen sich zusätzlich noch die 1-Euro-Behälter von IKEA dranhängen und mit kleinen Teilen befüllen. Wo wir schon beim Mopperregal sind, daraus lässt sich auch diese tolle Tiptoy-Aufbewahrung mit Stifthalterung machen. Ich glaube, viele haben einige von diesen Tiptoy-Büchern zu Hause rumzufliegen und damit sie nicht in einer Menge an anderen Büchern untergehen oder der Stift irgendwo verloren geht, finde ich so eine Aufbewahrung nur für Tiptoys auch mega praktisch. Fächer wieder rausnehmen, die kann man übrigens auch super zum Sortieren von anderem Kleinkram verwenden oder zu so einer Sortierfläche zusammenkleben und zum Beispiel auf so einem Unterbettbrett unterbringen. Eins der Fächer wird jetzt wieder zurück ins Regal geschoben, aber umgekehrt. Und jetzt wird ein Loch mit einem Durchmesser 3 cm in die Schublade gebohrt. Zwei Löcher für zwei Stifte gehen natürlich auch. Verschönern kann man noch, wie man will, und dann ist es fertig. Machen wir weiter mit so ein paar Ordnungs-IKEA-Hacks und starten mal beim Lego. Ein Härtefall im Kinderzimmer, den denke ich alle Eltern kennen. Wie sortiert man das jetzt so, dass die Kinder kreativ bauen, zusammengeflogene Sets wieder aufgebaut werden und neue Sets für immer vollständig bleiben? IKEA Kugis mit Einsatz ist hier die Lösung für uns. Also oben hat man jede Menge Platz zum Sortieren von Figuren, Bausteinen, Platten, Fenstern und so weiter. Und unten ist jetzt jede Menge Platz für die Aufbewahrung von Lego-Sets in Sortierbeuteln oder Gefrierbeuteln. Eine wunderbare Lösung, die bei uns immer wieder rausgezogen und jetzt dadurch bespielt wird. Für Ordnung in unseren Schreibtischschubladen sorgt bei uns der kostengünstige Besteckkasten Stüdia. Wir haben hier alle die Alex-Kommoden-Kombination als Schreibtisch und in den Schubladen flog immer super viel Kleinkram rum, weil sie auch so tief sind. Und da kommt jetzt nur der Besteckkasten rein, egal ob in den großen oder kleinen Schubladen, denn der Besteckkasten liegt auf den Rändern auf und alles kann schön sortiert werden. Ein Schreibtischorganizer mit super viel Stauraum entsteht aus der Quizle-Briefablage in Kombi mit den 50-Cent-Sortierboxen Noyik. Die passen hier perfekt rein und lassen sich mit allen möglichen Utensilien befüllen. Ein echtes Stauraumwunder. Es lässt sich aber auch mit den Böden verkehrt herum senkrecht aufstellen und dann gut als Heft- und Sammelaufbewahrung nutzen zum Beispiel. Gut sortiert, schnell griffbereit und der Rahmen ist sogar noch magnetisch und bietet Platz für Notizen oder Zeichnungen. Ja, mit dem Stolthead-Schneidebrett lassen sich auch viele tolle Hacks am Schreibtisch umsetzen. Es hat die perfekte Größe für einen Laptop und kann dadurch als Laptop-Erhöhung inklusive Stauraum darunter dienen. Aber auch auf der Couch oder im Bett kann es als Laptop-Stabilisierung dienen. Und schwarz angesprüht zum Beispiel ist es bei mir der perfekte Festplattenplatz geworden. Mit versteckter Steckdosenleiste drunter. Weiter geht's mit den Ordnungselementen für die Kallax-Regale. Letztes Jahr habe ich für Yannick dieses tolle Hochbett hier aus zwei Kallax-Regalen gebaut. Und wir brauchten einiges an Ordnungshacks für die freien Flächen im Regal. IKEA selbst hat da schon ein paar Sachen, wie solche geteilten Einsätze zum Beispiel, Kisten, Körbe, wisst ihr ja. Für die Kisten gibt es übrigens auch relativ neu solche Ordnungskörbe. Fanggröder heißen die. Die finde ich auch sehr praktisch für Kleinkram. Und von anderen Firmen gibt es jetzt aber auch solche größeren Treppeneinsätze oder magnetische Treppenstufen. Also da ist viel kombinierbar. Aber was viele nicht wissen, die Trofas-Boxen passen auch perfekt ins Kallax-Regal. Und die Schienen dafür kann man ganz einfach aus Winkelprofilen selber machen. Sie sollten die Maße 3x3 cm haben und werden nur auf eine Länge von 38 cm zugeschnitten. Mit doppelseitigem Klebeband und einer Ausrichtungsschablone kann man sie ganz einfach in die Regale einkleben. Die Ausrichtungsschablone sollte die Maße 32 cm x 7,5 cm haben. Dann passt alles perfekt. Oder auch sehr praktisch ist die Kombination aus diesem unterteilten Kallax-Einsatz mit vier Böden und den neuen unterteilten Trofas-Boxen. Hier lässt sich wirklich richtig viel Kleinkram sortieren. Wer die Trofas-Schränke im Zimmer hat und sie als Kleiderschrank nutzt, dem kann ich wirklich empfehlen, eine eigene Wäschebox für jedes Kind aus der großen Trofas-Box zu integrieren. Denn da entspricht eine volle Box genau einer Wäscheladung und die Kinder können ihre Wäsche eben selbstständig in die Box räumen und je nach Alter auch schon selber waschen. Für mich wirklich der perfekte IKEA-Wäsche-Hack. Der nächste IKEA-Hack ist für kleine Künstler, die auch so gerne malen wie Yannick. Denn mit der Quizle-Zeitungsablage lässt sich diese tolle Kinder-Kunstwerkstation machen. Mit ganz viel Platz für alle gemalten Bilder,
Bilder. Das Tageskunstwerk kann sogar angepinnt werden, da sie magnetisch ist. Und in die anderen Fächer kann man zum Beispiel verschiedene Papiersorten, also weißes Papier, Leinwandpapier, Transparentpapier und ein Sketchbook zum Beispiel reinpacken. Und damit ist alles griffbereit und mit den passenden Stiften kann dann losgemalt werden. Wo wir gerade noch im Kinderzimmer sind, diese tolle Dekolampe ist in Sekunden gemacht und lässt sich ganz individuell immer wieder abwandeln. Also ihr braucht dafür die Karaffe Karaff, eine Schüssel mit dem Durchmesser 20 cm und das Nachtlicht Cornsnö. Das Nachtlicht kommt auf die Karaffe, die Schüssel kommt drüber und durch Drücken kann dann die Lampe ein- und ausgeschaltet werden. In die Karaffe kann man jetzt noch Spielzeug oder saisonale Deko reinstellen und die Glasschüssel könnte man noch nach Belieben anmalen und so hat man wirklich günstig und schnell so eine individuelle süße Dekolampe gezaubert. Kommen wir ins Bad und zu diesen ungemütlichen Anschlüssen, die wir jetzt hier in unseren Bädern haben, ist vielleicht bei euch auch ein Problem. Mit den Behältern der Tisken-Serie und einfachen künstlichen Hängepflanzen kann man die Anschlüsse in Sekunden verstecken und das Bad sieht direkt viel gemütlicher aus. Oder man stülpt meinetwegen so einen passenden Behälter über den Anschluss und stellt da eine Kunstpflanze drauf. Also ihr seht, man muss da nur ein bisschen kreativ werden. Ein weiterer IKEA-Hack für Pflanzen ist dieser große, selbstgemachte Übertopf aus den Töpfen Sojaböhner. Die sind kostengünstig und man kann sie einfach mit einem starken Kleben statt Bogenkleber zusammenkleben und hat diesen tollen riesigen Übertopf. Der Effekt ist doch mega, oder? Und um einiges günstiger als so ein Übertopf fertig zu kaufen. Wer noch eine schnelle Kunstpflanzendeko für zu Hause braucht, aus dem Bilderrahmen Sanaheth und verschiedenen Kunstpflanzen lassen sich wirklich die tollsten kreativen Pflanzenbilder kreieren. Hier mal im Schnelldurchlauf ein paar gezeigt. Ja, dieser IKEA-Hack ist auch wieder so simpel und einfach und man spart eine Menge Geld, denn diese tollen modernen Dekospiegel sind selbstgemacht und wirklich viel günstiger als die fertigen, die es so zu kaufen gibt. Ihr braucht dafür nur günstige Tischsets und diese Dekospiegel Vergeek. Gibt es direkt im Viererset. Nur aufkleben und ihr habt tolle Dekospiegel für jeden Raum fertig. Noch ein toller kleiner IKEA-Hack für Kuchen oder Kekse ist dieser hier. Eine schöne Etagere. Ihr braucht nur den Teller Flamsig und die Schüssel Uftast. Klebt sie nur aufeinander und fertig. Dieser IKEA-Hack ist ideal für kleine Schlafzimmer oder Gästezimmer mit wenig Platz für einen Nachttisch, denn mit der Moslander Bilderleiste habt ihr den perfekten Nachttisch mit Licht, Steckdose und genug Ablagefläche für Bücher, Fernbedienung und so weiter. Bringt die Bilderleiste nur umgekehrt an der Wand an, klebt eine Mehrfachsteckdose an und mit einer Lichtleiste drunter habt ihr noch schönes, gemütliches, indirektes Licht. Wo wir uns der gemütlichen, kalten Jahreszeit nähern, packe ich euch zum Schluss auch noch so ein paar weihnachtliche IKEA-Hacks mit dazu, die man aber natürlich auch abwandeln und das ganze Jahr über saisonal anders nutzen kann. Zum Beispiel diese super praktische Aufbewahrung für Geschenkbänder, denn das war vorher bei mir immer ein Chaos. In den Besteckständer ordnen kann man einfach die Geschenkbänderrollen reinwerfen, das Ende aus einem der Löcher rausziehen und ganz entspannt die Geschenke verschönern. Mit den Zylindersets von IKEA könnt ihr natürlich die tollsten Dekogläser zaubern in ganz vielen Variationen und thematisch passend, ineinander gestellt und mit Deko gefüllt, ist das ein toller Hingucker auf dem Tisch. Auch im Frühling mit frischen Tulpen ein toller Blickfang. Und so ein toller goldener Adventstisch ist schnell aus dem Hocker Marius und dem goldenen Tablett Glattes gemacht. Hocker umdrehen, Tablett einspannen und ihr könnt losdekorieren. Mit Kerzen oder einem kleinen Weihnachtsdorf, also hier ist alles möglich. Ja, und mit einem Drehtablett von IKEA, da gibt es ja mittlerweile wirklich zahlreiche, lassen sich auch viele tolle Hacks umsetzen. Zum Beispiel ein Kakaobuffet, jetzt im Herbst und Winter, das mit allem bestückt ist, was man für den perfekten Kakao so braucht. Natürlich kann man damit auch eine Snackplatte auf dem Esstisch machen mit vielen kleinen Leckereien und vielleicht noch Adventskerzen in der Mitte. Oder aber auch, wenn Besuch kommt, als Snackteller für zum Beispiel Tomate Mozzarella. Ja, oder als After-School-Snackplatte hat es uns auch schon einige Male gedient. Also ihr seht, die sind wirklich vielseitig nutzbar. Ich glaube, zu den Rollwagen von IKEA muss ich schon fast gar nichts mehr sagen. Der Vollständigkeit halber packe ich sie aber hier auch noch mit rein. Ich habe sie ja schon wirklich für gefühlt alles benutzt und finde sie mega praktisch. Egal ob in der Weihnachtszeit als Backwagen, mit allem, was man fürs Plätzchenbacken so braucht und direkt griffbereit haben möchte. Als Getränkewagen in der Küche, an dem sich jeder bedienen kann. Als Bastelwagen für Lia, der im ganzen Haus bewegt wird und mit dem jederzeit überall gebastelt werden kann. Oder aber auch für mich als räuberer Putzwagen beim Frühjahrsputz. Wirklich sehr praktisch. Und wenn es dann bald ans Geschenkeverpacken geht, kann ich euch diese beiden IKEA-Hacks noch ans Herz legen. Für wirklich große Geschenke, die man kaum in Papier einpacken kann und bei denen es sich auch nicht lohnt, hat IKEA so einen großen Geschenkesack. Einfach reinstecken und das Geschenk ist perfekt verpackt. Und wenn ihr die Geschenke vor euren Kindern verstecken wollt, packt sie doch in so eine Unterbettkommode, auch von IKEA. Da ist super viel Platz und keiner würde denken, dass hier die Geschenke versteckt sind. So ihr Lieben, damit komme ich auch mal zum Ende des Videos. Ich glaube, hier sollte doch wirklich für jeden was dabei gewesen sein. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr die Hacks nutzen könnt und mir davon berichtet. Und ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Sonntag ab 7:30 Uhr mit einem neuen Video hier auf YouTube Online.